Sie wird seit 2000 Jahren gestellt von Milliarden von Menschen. Die Frage, die auch heute im Evangelium wieder eine Rolle spielt und die uns auch schon vertraut ist. Und vielleicht ist es auch unsere Frage. Hoffentlich. Wer ist dieser Jesus? Woher kommt er? Woher hat er das alles? Wieso kann er Wunder tun? Wieso kann er, wie die Menschen damals erfahren, mit Vollmacht sprechen, mit Kraft? Und wieso, können wir auch heute fragen, lässt diese Figur seit 2000 Jahren Menschen nicht los? Auch uns ja nicht los. Und er ist es ja hoffentlich, der uns auch heute Morgen auch bei großer Hitze hier zum Sonntagsgottesdienst zusammenführt. Wer? Woher? Erst vor 2 Wochen haben wir das gehört, der Sturm auf dem See. Wieso kann er dem See befehlen, dem Wind? Fragen die Jünger, die Tag und Nacht mit ihm verbringen. Wer ist er? Wieso kann er das? Wieso kann er dieses Töchterchen des Jairus letzten Sonntag auferwecken, die blutflüssige Frau heilen? Der hohe Priester wird ihn fragen bei seinem Prozess. Bist du, für den du dich ausgibst? Und Pilatus eine Stunde später, woher stammst du? Ohne zu wissen, was er da eigentlich wirklich formuliert. Ein römischer Militär, nicht besonders intelligent. Was ist das für eine Frage? Heute, im engsten Umfeld Jesu gestellt. Woher hat er das alles? Wieso kann er Wunder tun? Wir kennen ihn doch. Und wie in konzentrischen Kreisen baut sich das dann auf. Wir kennen seine Mutter. Wir kennen seinen Beruf. Wir kennen seine Brüder, das heißt in diesem Fall die nähere Verwandtschaft. Sogar mit Namen. Und dann allgemein noch eine ganze Reihe von Schwestern. Der stammt doch von hier. Das, worüber wir heute vielleicht froh sind, dass wir von Jesus so viel wissen, dass uns auch das Evangelium so viel verrät über seine persönlichen Umstände, das ist ja heute bei berühmten Persönlichkeiten ganz wichtig, dass sie ab und zu so ein bisschen was Privates preisgeben. Zum Beispiel unsere Kanzlerin kann das wunderbar, die gibt wenig Preis. Umso neugieriger wird man zuweilen. Hier im Evangelium erfahren wir ein wenig etwas Privates über Jesus und uns, wir Menschen von heute, uns tröstet das. Uns bringt das diese Figur Jesus näher. Und wahrscheinlich hat es nie eine Zeit gegeben, wo Menschen so viel über Jesus wissen konnten wie heute. Historisch, soziologisch, archäologisch. Wir haben all das Wissen zusammengetragen. Das, was uns möglicherweise Jesus näher bringt, schafft damals in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth eine Riesendistanz. Ja, aber den kennen wir doch. Wieso kann der Wunder tun? Woher hat er das denn alles? Er hat einen normalen, zwar angesehenen Beruf, aber einen normalen Beruf. Wir kennen die ganze Mischpoke um den drumherum. Woher kommt das also? Und die Jünger fragen es. Und bis zu seinem letzten Lebensatem wird es gefragt. Woher kommt er? Am Kreuz noch wird er verspottet. Genau aufgrund seiner Herkunft. Und es steht am Kreuz noch geschrieben. Der aus Nazareth. Es bleibt doch, liebe Schwestern und Brüder, ein Rest. Die Jünger kommen dem auf die Spur. Auch in der Frage des Pilatus, wenn Jesus scheinbar ausweichend antwortet. Wenn er natürlich nicht sagt, ich bin, dem Pilatus so erklärt, hast noch nie was von Weihnachten gehört, ich bin in Bethlehem geboren und in Nazareth aufgewachsen und sowas, später wird man das nachlesen können. Das sagt er Jesus nicht. Jesus spricht sozusagen, als wäre er aus einer anderen Liga. Und das merken Menschen, die mit ihm zu tun haben, jeden Tag, jeden Augenblick.
wenn sie mit ihm umgehen. Natürlich kann man seine Herkunft irgendwie erklären, so wie wir das auch heute tun. Aber damit kriegt man ihn noch nicht. Damit weiß man eigentlich noch nichts über Jesus. Aber was dann? Es gibt einen Augenblick, es ist gerade erst eine Woche her, da haben wir dieses Evangelium am Fest Peter und Paul gehört. Da fragt Jesus selber, lässt sozusagen die erste Umfrage starten, was sagen denn so die Leute, wer ich bin? Was gibt es denn so für Antworten, die in der Luft liegen, die den Menschen im Mund liegen? Was sagen sie denn so? Und da gibt es eine ganze Reihe von Erklärungsmodellen, die hören wir, einer von den Propheten oder Johannes der Täufer ist wieder auferstanden. Aber es gibt einen lichten Moment für einen der Jünger, Petrus. Der nimmt seinen ganzen Mut zusammen und spricht endlich aus, was dieser Rest ist. Was dieses Unerklärliche an Jesus ist. Wieso er Wunder tun kann. Wieso kann er Tote auferwecken und Kranke heilen. Wieso sind Menschen fasziniert von ihm in seiner Nähe. Oder vielleicht auch abgestoßen. Und es ist interessant, dass es vor Petrus zunächst die Dämonen sind, die nicht lange herumdrucksen, sondern die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir wissen, du bist der Heilige Gottes, schreit schon der erste Dämon in Kapharnaum, in der Synagoge, als der Mann dort geheilt wird. Sie wissen, welche Stunde ihnen geschlagen hat. Die Jünger, Nazareth, wir brauchen offenbar unsere Zeit, um dahin zu kommen. Aber Petrus fasst diesen Mut zusammen, packt die Gelegenheit beim Schopf und sagt, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Gesalbte Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, wir können noch so viel über Jesus wissen. Wir können noch so viele Bücher über ihn lesen. Und wir sollten uns auch von Wissenschaftlern nicht in eine Ecke drängen lassen, als kämen wir hier sonntags morgens zu einer Märchenstunde zusammen, die uns dann vielleicht irgendwie so ein bisschen über die Schwierigkeiten des Lebens hinweg hilft. Nein. Wir können noch so viel von Jesus wissen. Wenn wir nicht zum Glauben finden, den Petrus formuliert hat, von dem Jesus sagt, dass er seine Kirche auf diesen Glauben, auf diesen lichten Moment des Petrus, es gab ja genügend Dunkle, damals wie heute, dass Jesus auf diesen lichten Moment, auf das Bekenntnis seine Kirche gründen will. Wenn wir dort nicht hinfinden, werden wir von Jesus nichts verstehen. Nichts. Wir können ganze Lexika im Kopf mit uns herumtragen oder unsere Festplatten erneuern, was auch immer. Es wird uns nichts nutzen. Wir bleiben wie die Besucher der Synagoge in Nazareth. Ohne Wunder. Vielleicht staunend, durchaus fasziniert, aber der Glaube geht nicht tief genug. Der Satz, der heute im Evangelium steht, spricht Bände. Jesus konnte dort keine Wunder tun. Das ist merkwürdig. Ja, wenn er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dann kann er doch alles. Um ein Wunder tun zu können, liebe Schwestern und Brüder, das macht jede Wunderheilung, jede Auferweckung deutlich. Wenn Jesus es am Ende bestätigt, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht meine Allmacht, dein Glaube hat dir geholfen. Zum Wunder gehört also beides, die Macht Gottes und der Glaube der Menschen. Es gehört nicht ein Wissen, etwas Angelesenes über Jesus dazu, um ein Wunder zu erleben. Und seien wir mal ehrlich, wäre das nicht schön, wenn wir auch heute so ein Wunder mal erleben würden? Oder haben wir das schon abgeschrieben? Haben wir uns auch das schon einflüstern lassen? Ach, das gab es vielleicht früher mal. Da waren die Menschen noch ein bisschen blöd, ein bisschen doof. Da konnte man denen noch was von Wundern erzählen. Und heute sind wir so aufgeklärt, wir wissen, das findet nicht mehr statt. Wo kommen wir denn da hin? Man stellt sich mal einer vor, ich würde meinem Nachbarn erzählen, ich habe ein Wunder erlebt. Winterberg ist dann die nächste Station hier, wo man dann hinkommt. Es gibt auch heute Wunder, ohne Frage, Wunder, die Christus wirkt, die er versprochen hat zu tun, auch durch seine Kirche. Aber damals wie heute setzen sie den Glauben voraus. Und wenn wir diese Wunder nicht erleben, sollten wir uns fragen, und damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, wer ist Jesus? Woher hat er diese Kraft? Woher hat er das alles?
Und wenn wir da noch nicht sind, wo Petrus in seinem lichten Moment war, ist das wiederum kein Wunder, dass keine Wunder geschehen. Es ist unser Glaube, der notwendig ist, damit auch heute Wunder geschehen. Und dieses Evangelium der verstockten Menschen von Nazareth, die ihn scheinbar so gut kennen, ist eine lehrreiche Stunde für uns, ein lehrreiches Kapitel, uns nach unserem eigenen Glauben zu fragen, ob wir auf dem Boden des Bekenntnisses des Petrus stehen, ob wir uns dahin fragen, ob wir dorthin unterwegs sind oder ob wir uns permanent abfüttern lassen mit oberflächlichen Informationen über Jesus, die einiges über ihn sagen, aber letztendlich das innerste Geheimnis Jesu nicht preisgeben können, weil es nur im Glauben zu erfassen ist. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.